Gucken, ob hier gleich wieder alles in die Luft geht. Die Leute sind zu lustig. Oder armselig. Eins von beiden. So Leute, was geht ab? Condorado hier mit Black Ops 2 auf der 360 leider, aber gut, ist genau dasselbe Spiel wie mittlerweile jetzt auf der Xbox One, wo es rückwärtskompatibel ist. Ich wollte eine Runde zocken, allerdings bin ich hier eben noch Level 1 und dachte mir, eventuell mache ich hier auch einen Road to Commander. Also, wenn es euch gefällt, sagt mir einfach Bescheid und dann würde ich auf jeden Fall die Serie ein bisschen weitermachen. Und mir persönlich hat Black Ops 2 schon Spaß gemacht, war jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Call of Duty, aber ich würde gerne auch mal auf der 360 ein bisschen gezockt haben und ja, guck gleich mal, wie es läuft. Würde sagen, wir fangen jetzt erstmal schön gechillt mit einem Team-Deathmatch-Spiel an und schauen mal, wie es eben so läuft. So, da wären wir. Allerdings ist das Audio hier viel zu laut. Gucken, ob es jetzt besser ist. Und das ist eine absolute Traumlobby. Guckt euch das mal an. Verdammt, ist das geil. Ja, gutes altes Matchmaking, wenn man noch Level 1 ist. Achso, ne, das ist eine C4, das wollte ich eigentlich nicht werfen. Oh, schön geflankt, da hat jemand Ahnung von dem Spiel. Da ist jemand Level 5 und kennt sich aus. Ja, mal gespannt, wie das hier so läuft mit den 360 Leuten. Die Server waren jetzt... Granatebewegung. Die Server waren jetzt irgendwie länger offline, da konnte ich nicht zocken. Oh, danke Mitspieler. Da ist einer irgendwo hier. Ja, mal gespannt, so ich... Ah, der ist hoch. Ich finde auf... Xbox 360. Oh mein Gott, hör doch. Leute, mal gucken, ob ich noch heute einen Kill irgendwann mal hinkriegen sollte. Ja, auf 360 viel. Oh nee, die Empfindlichkeit ist mir, glaube ich, ein bisschen noch zu hoch. Ne, vor allem, ich würde mal gern gucken. Vergleichsmäßig ist normalerweise die Xbox-Version immer besser als die PS4-Version. Und bei der PS4-Version war ich Maximum Prestige. Also da habe ich alles durchgezogen. Alle Waffen schön Diamant. Besetzt überhaupt. Besetzt. Gehabt, so rum. Bin gerade noch ein bisschen abgelenkt von meiner schlechten Aim hier. Verbündete Drohne. Ja, ich habe halt echt die falsche Waffe. Ups. Vor allem für die Map. Ah, das Rauch. Das okay, waren die jetzt hier? Ja. Ja, leider nicht getroffen. Ah, hier ist eine gute Waffe. Das hebe ich doch gerne mal auf. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwann mal einen Kill hin. Der andere war jetzt auch noch irgendwo hier oder so. Ah, da war was. Schön. Splitscreener als Gegner zu haben. Ich beschwere mich nicht. Kann ich hier hoch? Ich glaube schon, oder? Ja. Sehr schön. Gucken, ob hier hinten irgendwo einer gammelt. Wo ist das Fenster? Da hinten. In der Mitte war einer. So, meine erste Drohne. Gott, bin ich gut. Mal gucken, wo sie so chillen. Da kommt jetzt gleich einer. Oh, der ist ja weg. Den ignoriere ich mal. Damit ich mir schön meinen ersten C4-Kill schnapp. Ups. Ah, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Komm, das machen wir gleich nochmal. Ah, Shadai. Ah, verdammt. Chat, eine normale Blendgranate. Ist er doch wirklich wie so ein bescheuerter runtergehüpft. Rufe ich die jetzt rein? Ja, komm. So, ich check gerade nichts. Ich habe die zwar auf der Karte gesehen, aber ich weiß nicht, wo oben und wo unten ist, wo links und wo rechts ist. Oh, ganz viele Leute. Das war knapp. Ja, cool, ich habe meine erste... Was geht mit denen ab? Was geht mit denen ab? Leicht verwirrt. Oh, eine Kugel ist natürlich zu wenig, um jemanden zu töten. Deshalb spielen wir jetzt mal hier ein bisschen mit der Dragonfire rum. Fand ich eigentlich immer eine ziemlich coole Killstreak. Haben nicht viele Leute benutzt, aber ich fand die eigentlich ganz cool. Ah, da Gegner. Wenn es nicht so viel laggen wird, wäre die, glaube ich, noch ein bisschen besser. Komm hier rein. Komm. Oder sei einfach AFK. Ja, macht Spaß, oder? Ein bisschen rumfliegen. Wieso kriege ich den Hitmarker? Ich glaube, die Splitscreener sind AFK.
So, jetzt hier wahrscheinlich noch einer. Ah, kommt der hier hoch? Danke. Sehr nett von dir. Ah, da hinten sind ein paar. Ah, ich bin falsch rumgegangen. Ah, ich drücke den falschen Knopf. Nein, 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 nein. Schnapp ich mir den noch? Och komm. Na gut. Ich bin selbstverständlich gestorben. Aber das ist mir eigentlich egal. Also vielleicht kriegen wir noch den Final Kill. Und, nee, leider nicht. Aber trotzdem war ganz lustig. Mal gucken, ob es gleich genauso lustig weitergeht. Vielleicht mal eine Runde Herrschaft oder so. Und die Mitspieler, beziehungsweise die Gegner waren, ja, nett. So, ich habe mir jetzt meine eigene Klasse zusammengestellt. Allerdings nicht ganz alle Punkte belegt. Weil ich es zeitlich gerade nicht mal richtig hinbekommen habe. Wir sind immer noch in derselben Lobby, immer noch zum Glück gegen die sehr krassen MLG-Splitscreen auf der anderen Seite. Und wir spielen auf einer der besten Maps aller Zeiten, namens Aftermath, glaube ich zumindest. Habe ich vergessen, weil die Map so toll ist, dass ich mich an den Namen nicht mehr erinnern kann. Hallo, was ist hier los? Ja, war auf jeden Fall nicht der beste Weg, den man zu Beginn laufen kann. Haben wir wieder was gelernt. So, wo sind sie? Ja, 2 von 2 Shotgun-Kills. Beziehungsweise Tode nehme ich einfach mal so hin. Und hoffe, dass es gleich ein bisschen besser läuft. Er ruckelt halt doch noch so ein bisschen. Oh, das war eine schöne Granate, würde ich mal behaupten. Ah, das leckt mir ein bisschen zu sehr. Erschütterungsgranate. Der sah aber nicht sehr erschüttert aus, fand ich. Oh Mann, leckt das hier. Ja, ist lustig, wenn irgendwie deine Verbindung gut ist und meine nicht. Aber gut, vielleicht lag es auch an was anderem. Ah, ich glaube, ich habe hier gerade jemanden rumreden hören. Gucken, ob hier gleich wieder alles in die Luft geht. Die Leute sind zu lustig. Oder armselig. Eins von beiden. Ja, ist gerade irgendwie nicht so cool. Gucken, dass wir vielleicht mal anders irgendwie in den Spawn von denen rein können. Da sind sie auch schon wieder am Campen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Jo, die Splitscreener, die kriege ich wenigstens platt. Ja. Ich bin der offizielle Splitscreen-Attentäter. Oder Serienmörder, besser gesagt. Ja. Was zum Geier war das denn? Oh, Leute, wieso leckt es hier so? Ich dachte, jetzt sind so viele Leute am Black Ops 2 zocken. Durch die Rückwärtskompatibilität. Oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ah, da oben ist einer. Gucken, ob ich den krieg. Nein, verdammt. Hä? Hä? Seltsam. Aber bei so Verbindungen darf man jetzt auch nicht zu viel verlangen. Gucken wir mal hier. Kobe. Ob ich... Oh mein Gott, echt jetzt? Aber im Vergleich zu Black Ops 1 ist es so viel gechillter, hier die Granaten zu werfen. Ja, das ist ein schöner Headglitch, den du da hast. Ja, herzlich willkommen bei Aftermath, eine der lustigsten Maps aller Zeiten. Das war auch so ein Ding immer in Black Ops 1. Also ich bin, beziehungsweise in Black Ops 2, ich bin ganz ehrlich, ich bin halt nicht der größte Black Ops 2 Fan. Erstens von der Hit Detection her. Dann von den Maps, vor allem immer diese Gebäude mit den Eingängen, wo die Leute dann einfach drin sitzen und mit einer Shotgun warten, bis jemand reinkommt. Ah, da hinten war noch einer, aber ich glaube, der ist zu weit weg. Granatebewegung, Vorsicht. Ich riskiere nochmal einen Blick raus. Jetzt sind die wieder oben. Der hat es noch nicht nach oben geschafft. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück mit der. Ja, wer sagt's denn?
So, dann gucken wir jetzt mal. Ich bin ein bisschen nervös. Traue ich mich raus? Sitzt da hinten irgendwo. Ja, aber meine Aim ist eigentlich ganz... du bist ja einer. Meine Aim ist eigentlich ganz gut dafür, dass es ein Call of Duty ist, was ich so auf Xbox noch nicht kenne. Aber gut, ich meine, ist immer noch Call of Duty. Rest in Pieces. Die Reaktion, Leute. Gut, wieder eine Dragonfire, sehr schön. Ich tendiere sogar fast, die hier zu benutzen, damit ich im Spawn von denen ein bisschen rumcruisen kann. Allerdings glaube ich schon wieder, dass der Spawn gedreht ist. Ah, da oben sitzen sie wieder. So, jetzt mal vorsichtig erstmal hier reingucken. Da. ja, das war eine dumme Idee, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sind. Und gucken mal, dass die mich hoffentlich nicht gleich kaputt machen, wenn ich da reinfliege. Da oben. Danke. Nein. Komm, ich hole mir. What? Was ist los? Was war... Hä? Ach, das war bestimmt so eine... So ein Schockstab-Dingens. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Einer. Ja, wo ist eine andere? Hier müssten doch alles... hier müssen sich doch alle versteckt haben. Ups, falscher Knopf. Der, traust du dich? Traust du dich nicht? Da hinten ist er. Yo, final kill. Sehr stark. ja, Leute, mache ich jetzt noch ein Spielchen? Nee, ich glaube, das war's erstmal. Ich fand, es war ganz gut für die erste Runde. Haben wir schön ausgenutzt, dass wir ein paar Splitscreen als Gegner hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sagt mir mal Bescheid. Dann würde ich nämlich noch ein paar mehr Videos zu dieser Serie machen. Würde es dann eventuell so machen, dass ich Black Ops 1 und Black Ops 2 so lang hochlade, bis dann irgendwann halt wieder mal ein neues Call of Duty rauskommt, da ich die anderen irgendwie momentan nicht so geil finde. Und ja, das wäre so mein Vorschlag. Könnt ihr mal in die Kommentare was hinterlassen oder lasst einfach ein Like da. Dann weiß ich auch Bescheid, dass ihr Black Ops 2 auf meinem Kanal sehen wollt und dann lade ich eventuell das ein oder andere Video weiter hoch. Bis dann, haut rein und tschö.